Moin. Tag 24? Jo, sowas muss es sein. Tag 24 des Lockdown-Shutdowns, wie man das nennen würde. Jetzt verdichten sich anscheinend so ein bisschen die Anzeichen, dass die Reisesaison, diese Sommerferien, wir reden nicht mehr von den Osterferien, da sind wir ja schon drin, auch stark reduziert sein wird. Also ich glaube, womit wir nicht rechnen können, ist, dass wir irgendwelche Flugreisen machen können. Unsere Hoffnung ist immer noch, dass wenigstens innerhalb von Deutschland etwas wie Reisen möglich ist. Wir sind hier in Angeln, das ist der Bereich zwischen der Schlei und Flensburg. Diese Gegend lebt fast ausschließlich vom Tourismus. Kappeln hat unheimlich viele kleine Geschäfte, die alle zu sind. Und wenn das sich so lange hinzieht und wenn wir keine Touristen herkommen, werden diese kleinen Geschäfte kaputt gehen. Nicht nur diese kleinen Geschäfte, die Leute, die Ferienhäuser haben, Campingplätze haben, die verdienen alle kein Geld. Und wenn die kein Geld verdienen, im Herbst bringen die Handwerker dort unheimlich viel in Ordnung, dann verdienen die auch weniger Geld. Das ist ein Rattenschwanz für unsere Gegend, die nicht produzierend arbeitet. Das ist unermesslich. Für uns hier im Subbereich heißt das, nochmal, jo, das wird nicht einfach. Unsere Stationen, ob wir die aufmachen können, im Moment alles steht so ein bisschen in den Sternen. Wir arbeiten darauf hin, sie aufzumachen. Morgen wäre die eigentliche Eröffnung der Stationen gewesen. Ja, das wird nicht einfach. Oder wie schon der Alte in das Boot sagte. Jetzt wird's psychologisch, meine Herren. Jetzt wird es psychologisch, aber viel Spaß auf dem Wasser. Stand up for your right.